Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Zu einem kleinen Spezial, so ein bisschen. ich habe das Turret-Problem gefixt. Tatsächlich. Das habe ich wirklich gefixt. Das Ding ist, ihr seht jetzt aktuell, ich bin im Kreativmodus. Das hat auch einen Grund. Wir bleiben nämlich heute im Kreativmodus. Und den Grund, den zeige ich euch jetzt. Wir fliegen jetzt einfach mal so ein bisschen hier hoch. Und wenn ich eine gewisse Entfernung habe, wird euch was auffallen. Richtig, meine Base verschwindet. ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe die lokalen Dateien von Space Engineers von Steam überprüfen lassen und Steam hat tatsächlich 5 defekte Dateien gefunden. Diese ersetzt und seitdem tun meine Turrets wieder. Also die schießen. Das ist voll toll und die treffen so weit. Zumindest mit den Mods, die ich jetzt hier habe, treffen sie auch ganz gut. Das Problem ist, wenn ich eine gewisse Entfernung zu Grids habe, verschwinden die. Und meine Sichtweite, die habe ich schon geprüft, die ist auf 15 Kilometer eingestellt. Das sind keine 15 Kilometer, das sind eher so 900 Meter. Und ich krieg's ums Verrecken nicht gefixt. Ich vermute, die Map hier, die ist halt noch Pre-Warfare. Und dadurch, dass die Planeten ja nicht funktioniert hatten, hatten wir nach Planeten ersetzt und Zeug. Und ich vermute, das hat ein bisschen was kaputt gemacht. Das ist so eine Vermutung. Allerdings habe ich nun für heute einen Plan. Algo, das ist jetzt, glaube ich, relativ klar, wir brauchen eine neue Map. Aber ich will die Map nicht mit nichts anfangen. Ich will diesen Rover hier auf die neue Map mitnehmen. Deswegen werden wir jetzt das hier mal kurz verschweißen und den dann im Kreativmodus fertig bauen. Weil geht schneller. Weil sonst ist die Episode 3 Stunden lang und das will ich euch auch nicht antun. Und dann bauen wir kurz etwas, womit ich das Ding hier auch transportieren kann, um von dem Planeten hier runterzukommen. So, wenn ich nämlich das hier auf allen 4 Seiten mache, dann sollte ich das Teil auch ordentlich fahren können. Huch, ich habe ein Rad vergessen. Shame on me, ich habe ein Rad vergessen. Jo. Moment, da noch. Ich muss gleich gucken, dass ich das direkt richtig mache. Das heißt, wir brauchen, jetzt kommen wir nämlich zu was Tollem, Kreativmodus bauen geht deutlich schneller. Wir machen hier hinten die hierher. So. So. Dann machen wir das hier unten weg. Und das da weg und das da weg. Ist so vielleicht einfacher. Na, gucken wir, dass wir das auf der anderen Seite genauso tun. Habe ich da bis auf den vorderen Block? Ja, den vorderen, den habe ich stehen lassen. Also machen wir hier bis da alles weg. Machen hier bis da alles hin. Jetzt will ich aber gerade was gucken. Das habe ich auf der anderen Seite jetzt nicht gemacht, aber das würde doch so besser aussehen. Nein, tut's nicht, weil das nicht passt. Verdammt, ich muss hier einen Block setzen. Ja, na gut, dann ist es halt so. Aber hinten kann ich das. So. Dann mach mir. Die hier, das, okay. Ich krieg das hin. Und dann seht ihr auch, wieso Kreativmodus, weil das geht einfach viel, viel schneller. Weil im Ernst, wenn ich das jetzt alles in Vanilla baue, dann sind es jetzt 2 Episoden, wo ich nur Rover baue und nicht wirklich was erreiche. Und das will ich nicht. Das will ich euch auch nicht antun. Huh. Nein. Stop it. Okay, das haben wir. Dann kommen hier rechte Räder ran. Richtig. Also, eins da,
Eins da. Eins da. Dann haben wir nämlich die vorderen 8. Das ist crazy. Das sind crazy viele Räder. Aber das ist okay. Das ist okay. Das machen wir. Und dann kommt hinten nämlich noch dasselbe. Wir nur die Abstände hinkriegen. Das heißt, das sind 3 Blöcke dazwischen. Das heißt, ich gehe hier weg. 1, 2, 3. Und hier. Und mache das drüben genauso. Oh, mir fällt jetzt gerade was auf. Wisst ihr, was ich auch kann? Moment. Danke. Spiegelmodus. Ah, der rettet mir jetzt die Zeit. Und das Leben. So, da. Und da. Dann da und da. Das. Oh, Spiegelmodus. Ich habe ja schon öfter gesagt, Spiegelmodus brauche ich fürs Survival. Ohne Scheiß. Wenn das jemand von euch modden kann, machen. Bitte. Dann nehmen wir einmal die rechten Räder. Da mache ich jetzt aber den Spiegelmodus aus. Weil ich die Räder gerne auf der richtigen Seite hätte. Rechte Räder und dann noch die linken. Und dann haben wir theoretisch einen funktionsfähigen Rover. Ja, eigentlich hätten die mittleren auch rechte werden müssen, aber dass ich nachher weiß, was war's ist, war es mir so lieber. Okay. Rover sollte nun... Kann ich den fallen lassen? Ja, kann ich. Fuel low. Ja, ich weiß. Fuel critical. Ja, ich weiß. Ich bin im Kreativmodus, ein Fuel critical gibt's nicht. Ah! Nein, Rover. Stopp. Stopp. Hätte vielleicht vorher die Handbremse anziehen sollen. Okay, momentan lenkt alles und das geht so nicht. Aber der Rover ist jetzt auch nur leicht mächtig. Mal im Ernst. Der ist jetzt leicht mächtig. Okay. Ich benötige. Ey, halt mal bitte an. Ja, ich muss die Lenkwinkel einstellen. Obwohl ich die... Grundsätzlich sind die relativ easy einzustellen, fällt mir gerade auf. Das wird gar nicht so schwer. Nein, ich will nicht P drücken. Nicht P. Das macht man nicht. Handbrake, on off. So. Okay, haben wir das auch. Na, können wir hier mal aufräumen. Das ist die vordere. Das ist soweit okay. Die haben im Moment keine Munition. Fuel critical. Ja. Dann wird der hier folgendermaßen umgebaut. Hier haben wir einen Cargoport. An diesen Cargoport kommt jetzt etwas dran. Nämlich eine einfache Raffinerie. Und eine, die direkt anfängt zu arbeiten. Meine Maus war nicht richtig eingestellt. Die direkt anfängt zu arbeiten. Warum... Ja, so, das ist der ganze Schrott, den ich dabei hatte. Ja, das ist okay. Und ein... Nehmen wir kein Basic, wir nehmen einen großen Assembler. Das ist das, was wir mitnehmen. Dann ist der Rover zumindest... Oh Gott. Das ist jetzt zu heftig. Jetzt ist es besser. Mausempfindlichkeit und so. Brauche ich noch etwas? Ich habe einen Food Resequencer, mit dem kann ich im Grunde alles machen. Ich werde noch Essen und Trinken mitnehmen. Das alles kommt hier rein. Ich habe ja hier jetzt noch Kleinkram. Ich werde noch ein bisschen Material mitnehmen.
Eis habe ich noch da. Das ist soweit auch okay. Gut. Der Miner ist da. Den werden wir auch mitnehmen. Also den Rover werden wir komplett mitnehmen. Aber an den Rover kommt noch was dran. Deswegen bleibt gespannt. So, wir nehmen mit Munition. Und Sauerstoffflaschen, 2 Stück. Wir packen jetzt im Grunde. Wir packen für einen Neuanfang. Mehr Munition. Das ist schon Assault-Munition. Ja, ist es. Und ich behalte auch mein High-End-Werkzeug. Also das ist keine neue Staffel. Es ist im Grunde nur eine neue Karte, die ich jetzt halt benötige, weil die hier nicht ordentlich funktioniert. Das ist, ja, bisschen blöd. Das nehme ich mit. Die Space Credits nehme ich mit. Dann nehmen wir mit. Nicht das, sondern. Gravel nehme ich nicht mit. Das Wasser nehme ich mit. Das Algen-Soja-Zeug nehme ich mit. Also Essen, Trinken grundsätzlich. Nehmen wir ein bisschen was mit. Wir nehmen. Nein, wir nehmen kein Gemüse mit, wir nehmen aber die Samen mit. Das machen. Samen. Und die 7000 Credits. Wir nehmen mit das Uran, das Gold. Eine Tonne Eisen. Tonne Nickel. 300 Kilo Silber, 200 Kilo Magnesium, ja, ein bisschen mehr Eisen, 5 Tonnen Eisen. So, das ist ein ganzes Inventar voll Zeug. Machen wir da mal alles rein. Wirfst du da auch alles rein? Fast. Haben wir jetzt hier, wir haben Basics. Wir sind komplett mit Basics ausgestattet. Ja, das Gold und das Uran nehme ich mit. Weil das ist alles Uran, was ich habe, die 340 Kilo. Ein bisschen Magnesium, Silber für Medbay etc. Haben wir auch. Brauche ich sonst noch etwas? Guck mal in die Components rein. Wenn wir da irgendwas mitnehmen, was wichtig wäre. Oh, ich weiß, was ich vielleicht mitnehmen sollte. Ein bisschen Kobalt. Komm, nimm mal das ganze Kobalt mit. Das sind nur 2,9 Tonnen. Nehmen wir das auch mit. Haben wir das? Okay, dann geht es jetzt darum, das Teil hier zu bewegen. Erstmal würde ich sagen, winken wir einmal der Base. So, winke, winke. Die ist schon cool. Aber leider halt, na, Map und so. Map ist ein Problem. Ich werde jetzt den Rover, genau so wie er ist, einmal benennen. Benennen ist wichtig. Info. Name. Irgendwas mit Survival. Er ist ja zum Überleben da. Wir nennen ihn einfach mal Survival Carrier. Fuel critical. Ich hätte gerne einen Blueprint von dir. Für den Fall der Fälle. Dann machen wir die Handbremse aus. Ah, genau. Räder. Fuel critical. Räder sollte ich vielleicht noch einstellen. Das heißt, die hier bekommen einen Steering Angle von 10 Grad. Nee, ich muss die ich muss die anders benennen. Der bekommt jetzt eine. Ja, nee, das ist auch Quatsch. Oder? Nee, das ist auch Quatsch. Nicht kopieren.
Das ist jetzt theoretisch ein Mordsaufwand. Steering Angle. 10 Grad. Habe ich hier schon. Machen wir das bei denen da zwei da drüben auch. 10. Ich muss mich mehr dran gewöhnen, den hier zu benutzen. Steering Angle. 10 Grad. An denen hier machen wir Steering einfach mal off. Kann ich das hier überhaupt? Das kann ich in dem Menü gar nicht. Ich muss die Liste dafür aufmachen. Na toll. Steering off. Machen wir das halt an denen. Also, so, mit der Liste. Steering off. Und Steering off. Bei den hinteren... Nein, Liste. Nicht Lichtliste. Steering Angle 5 Grad. Ich denke, das sollte okay sein, so zum Fahren. Auch mit so vielen Rädern. Ja. 5. Oh, habe ich das jetzt da überhaupt? Das ist ja... Ja, habe ich. Muss es ja immer bestätigen. Steering Angle. 5. Jetzt sollte das Teil auch fahrbar sein. Und dann muss ich den Blueprint nämlich nochmal machen. Baumkatapult. Okay, das Teil hat durch die Menge Räder jetzt so viel Leistung. Moment. Wir machen mal so. Ich fahre jetzt nicht durch die Bäume durch. So weit kommt's noch. Ich will eigentlich nur hier vorne an den Strand. Aus einem Grund. Da kann ich den nämlich einfach mal hinstellen. Parken. Und dann gucken wir, dass wir an das Teil etwas bauen zum Transportieren. Jetzt wird es interessant. Um das Ding zu transportieren, muss ich ändern. Den Small Conveyor brauche ich im Moment nicht. Ich benötige Merge Blocks. Das ist jetzt ganz wichtig. Den mache ich nämlich einfach hier hinten dran. Und den. Das Carrier-Ding machen wir in dem komischen Neongelb. Aber mit dem Woodland-Camo. So. Gehen wir da ein bisschen nach oben, weil das nach oben brauche ich. Geht das so? Ja, ich denke, das geht so. Denn jetzt brauche ich Strom. Eine Menge Strom. Das Teil besteht im Endeffekt zu einem sehr großen Teil aus Batterien. Und das werde ich auch nicht dauerhaft benutzen. Das ist wirklich jetzt nur, um das Ding zu transportieren. Ja, ihr werdet euch gleich noch wundern. Das macht das Ding unfassbar schwer. Ich weiß. Moment. Ich könnte doch eigentlich auch einfach so machen. Machen wir nochmal mal ein paar. Dann machen wir da, um entsprechend Strom zu produzieren, brauchen wir natürlich auch was. Nämlich, machen wir hier leer. Machen wir uns da mal eine Leiste für. Ich benötige einen Reaktor. Ja, ich benötige einen Reaktor. Aber nicht einen, sondern 6. Cargo-Container entsprechend.
Ja, das sind jetzt einfach nur Cargo-Container. Einfach mal Wayne. So, jetzt kommt nämlich auch der Punkt, warum wir so viel Strom benötigen. Wir müssen das Ding ja irgendwie heben. Das ist jetzt schon eine so bescheuerte Konstruktion, dass ich es mag. So, wir gehen mal da nach vorne. Weiter nach vorne. Und machen hier im Grunde dasselbe. Was? Hendo, würdest du bitte nicht nach hinten kippen? Ich wäre dir sehr verbunden, mein Freund. Ja. Hallo? Danke. Mach mal die Trägheitsdämpfer. Mach mal die Trägheitsdämpfer aus. Dass er wieder nach vorne kippt. Er braucht vorne noch ein bisschen Gewicht, denke ich. Sonst wird das nichts. Gewicht. Und natürlich brauche ich auch, das ist nämlich was ganz Wichtiges, eine ganze Menge Gyroskope. Weil der Kerl ist schwer. Dann kommt hier vorne. Jetzt können wir eigentlich auch mit Blöcken arbeiten. Strom sollte genug da sein. Hey, lass mich das machen, Mann. So. Und so und so. Haben wir das. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem weiteren Punkt. Wir brauchen natürlich auch Triebwerke in andere Richtungen. Deshalb. So. Und. Und so. Für vorwärts. Ja, das funktioniert. Und dann machen wir da ein bisschen was dran. Allerdings so rum. Und machen das gleiche für rückwärts. Zwei Triebwerke in jede Richtung sollte ausreichend sein. Triebwerke links, rechts brauchen wir noch. Die muss ich noch irgendwie einplanen. Da reichen aber kleine. Vier? Reichen vier? Wohl nicht. Mach acht. Acht Triebwerke. Eine Menge Gyroskope. Ne? Machen wir mal einen atmosphärischen Testflug. Das Teil ist mächtig. Ja, das fliegt relativ easy. Das fliegt sehr easy. Jetzt kommt nämlich der Punkt. Das ist ja jetzt nur fürs atmosphärische Fliegen und auch wieder Landen. Jetzt komme ich mit dem Ding ja aber weder ins All noch sonst irgendwo hin. Richtig? Richtig. Deswegen bekommt das Teil erstmal... Hallo? Statt zwei Boostern... Oder vier. Einfach mal. Sechs. Sechs Atmo-Booster. Ich denke, das ist okay. Zum Beschleunigen. Und der Rest wird jetzt... Ich will das Teil nicht mit Wasserstoff. Ich möchte das Ding nur mit Ionentriebwerken. Das ist nämlich so ein Ding. Nehmen wir... Oh, wir könnten eigentlich die...
die Warfare-Triebwerke nehmen. Und ja, selbstverständlich große, hauptsächlich. So. Dann brauchen wir natürlich auch vorne Bremstriebwerke. Das sollten aber zwei reichen. Dann brauchen wir... machen wir... So. Das sind einige Triebwerke. Da passen wir natürlich auch ein bisschen die Optik an. Das Teil sieht im Ernst sowas von sackbescheuert aus. Ich mag's. Ich mag's. Einfach mal ein bisschen Quatsch machen. Nein, das passt so nicht. Also viele Triebwerke zur Seite. Wir haben ein paar Boost-Triebwerke. Welche aber vermutlich nicht ganz reichen, wa? Ich denke, das ist eine Menge Boost. Obwohl. Huch, nein, so rum. Das ist eine Menge Boost. Weil was an diesem Booster ganz, ganz besonders wird, ist auch zum einen, dass er noch ein paar mehr Reaktoren bekommt, weil die würde er einfach mal brauchen. Ja, ich nehme normale Reaktoren. Die zwei noch. Ein Cargoport wäre vielleicht noch nicht übel, um das ganze Ding auch zu befüllen. Habe ich den noch? Ja, habe ich. Okay. Weil irgendwoher muss ja auch Strom kommen. Ich muss ja aber mit dem Ding weiterfliegen. Weiter. Das heißt, das Teil bekommt, so wie es ist, selbstverständlich auch einen Frameshift-Drive. Ist vermutlich saumäßig hecklastig. Also im Ernst, das Teil ist vermutlich übel hecklastig. Dann bekommt das Teil noch ein paar Gyroskope. Oh, ich habe den Spiegelmodus nicht an. Brauch's noch was? Ich muss fliegen können. Ja, jetzt brauchst du Uran, dass es fliegen kann. Das ist so weird. Und es hat so viel Boost, es sollte theoretisch ohne Probleme die Atmosphäre verlassen können. Okay, jetzt machen wir hier Uran. Tonnen Uran reicht. Das Teil benötigt noch was anderes. Und das ist für die Landung nachher ganz wichtig. Also wirklich wichtig. Werde ich euch erklären, warum das so wichtig ist. Zum einen braucht der Kollege eine Antenne. Die machen wir hierher. Ja, ja, heul nicht. Und dann braucht das Ding noch einen... eine Remote. Eine Remote Control, genau. Huch, nein. Ich wollte nicht das Gyroskop wegmachen. Stop it. Mach nicht Dinge weg. Habe ich dir nicht erlaubt. Okay. Das heißt, ich sollte das Ding jetzt fliegen können. Richtig? Das sieht so bescheuert aus und wiegt auch nur 3,1 Millionen Kilo.
Es hat eine Menge Boost. Gyroskopleistung hat es genug. Dann würde ich mal sagen, wird es Zeit, nochmal einen Blueprint zu machen. Und dann ab in den Orbit. Also vielleicht, ich hoffe, dass er es schafft. Wir bauen aber erstmal eine Menge Geschwindigkeit auf. Das ist eins, was sicher ist. Strom habe ich genug. 149 Meter pro Sekunde. Mehr ist für ein Large Grid nicht drin. Das wäre... Oh, nein. Stopp. Ich muss nochmal bremsen. Bremsen dauert einen Moment. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Wenn ihr die Ionentriebwerke beobachtet, da fehlen Triebwerke nach oben und nach unten. Das sollte ich vielleicht welche platzieren. Nur vielleicht. So. Komm, mach ne. Da eine Reihe. Und nach unten brauche ich auch sowas. Kann ich eigentlich auch einfach hier drunter machen. Fast, wenn die Gatling nicht wäre. Komm, dann mache ich es daneben nochmal. Und hier auch nochmal. Und dann sollte ich ausreichend Triebwerke haben. So. Das ist so bescheuert. Fuel critical. Nie den Blueprint vergessen. Okay, komm, ne, flieg mal halt in die Richtung. Das ist nicht schlimm. Auf jeden Fall brauchen wir Speed. Beschleunigung ist da. Ich bin gespannt. Das ist mein erstes Mal theoretisch ohne Wasserstoff von einem 1G-Planeten in den Orbit. Habe ich so noch nie gemacht. Jep, die Ionentriebwerke fangen an, Dinge zu tun. Was übrigens, ich finde die Warfare-Ionentriebwerke so hübsch, ne? Okay, aus der Atmosphäre sollten wir so weit raus sein. Ich würde mal sagen, wir haben nicht ausreichend Boost. Also nicht ausreichend Lift. Aber es könnte trotzdem reichen. Komm schon. Boost. Ich gewinne noch an Höhe. Ich hätte deutlich mehr Lift platzieren müssen. Nur die kleinen Triebwerke ist für 3,5 Millionen Kilo ein bisschen wenig. Komm schon. Komm schon. Ja, jetzt kommt er langsam. Jetzt fängt er sich. Jetzt sind wir hoch genug, die Gravitation ist niedrig genug, dass er sich fängt. Das Teil sieht so krass bescheuert aus. Wenn ihr das wollt, lade ich es in den Workshop hoch. Es ist wahnsinnig bescheuert, aber wenn ihr wollt, lade ich es in den Workshop hoch. Hey, aber hey, ohne Wasserstoff im Orbit. Einmal in die schöne Skybox fliegen. Mach mal die Trägheitsdämpfer aus, bitte. Lass mal den mal ein bisschen gleiten. Was ich nämlich machen muss. Die Forward. Oh Gott, das muss ich nachher über eine Gruppe machen. Das brauche ich dann beim Landeanflug.
Weil ich will ja den Carrier, den ich mir da jetzt gebaut habe, also das gelbe Monstrum, das möchte ich nicht behalten. Das ist relativ wichtig. Ich möchte, dass das wieder in den Sonnenuntergang fliegt oder Sonnenaufgang, je nachdem, wie es auf dem zu anfliegenden Planeten aussieht. Weil das wäre eine Menge Material, was ich mir da geben würde. Und nee, das machen wir nicht. Das ist so viel Boost. Das ist richtig gut. Viel Boost ist gut. 0,14G haben wir noch. Tschüss, Planet 26. War eigentlich ganz nett mit dir. Eigentlich, wenn deine ganzen Bäume nicht wären. Bäume sind scheiße. Ich mag keine Bäume. Komm, korrigier dich mal wieder in eine ordentliche Richtung, bitte. Danke. Wir haben noch 0,09G, dann kann ich mir mal langsam aber sicher den Frameshift Drive auf die Hotbar legen. Wichtig ist es nur, das Teil ist im Grunde nicht kampffähig. Weil dafür ist es nicht gedacht. Skybox, ne? So hübsch. Ich glaube, da fliegen wir auch hin. Da, wo es hübsch ist. Ich denke, das ist ein guter Plan. Komm schon. Endlich raus aus der Gravitation mit dir. Die kleinen Triebwerke, auch wenn es so viele sind, die haben so wenig Auswirkung. 0,05G. Komm, jetzt haben wir es gleich. 0G. Yay. Du darfst bremsen. Na komm. Bremsen. Na bremst halt mit den Großen. So, das bremst relativ zügig. Relativ. Dann zielen wir mal nach da drüben und sagen... Moment. So. Das Monstrum hat beschleunigt. Nein, das wollte ich nicht. Fliegen brauchen aktuell 50 Megawatt Strom. Lass uns mal beschleunigen. 577 Megawatt. 720 Megawatt. Ich muss die ganzen Triebwerke ausschalten. Ich habe nicht genug Strom. Ich bin ja 626 Kilometer weit gekommen. Fuel critical. Ah, du bremst noch? Moment. Ich meine Trägheitsdämpfer an. Warum bewege ich mich mit 8 Metern pro Sekunde, aber du bremst nicht? Ach ja, weil ich die Triebwerke ausgeschaltet habe. Deswegen. Fuel critical. Ich bin manchmal auch intelligent. Manchmal. Okay. What the lag? Keine Zeit für Lag jetzt. Komm schon, du musst noch durchhalten. Du musst noch einmal durchhalten. Kann ich so nicht platzieren. Aber ich weiß, was ich platzieren kann. So kann, wieso lässt du mich die so platzieren? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Kasta ein Reaktor zwischen die Triebwerke? Nein. Wir haben ja gerade gelernt, ich brauche ein bisschen mehr Strom. Kleines bisschen. Ich gucken, wo ich dem einfach so mehr Strom verpassen kann. Dann halt ohne Spiegelmodus in die Mitte. Und wir holen von hier 35 Tonnen raus und tun mal 17 Tonnen da rein und 17 Tonnen da rein. Das sind jetzt nochmal 600 Megawatt. Das sollte jetzt reichen. Probieren wir es nochmal. Okay, wir sind bei 36 Kilometer pro Sekunde. Wir verbrauchen momentan 1,5 Gigawatt. Arg viel schneller wird's nicht. Dann fliegen wir mal so ein bisschen. Und ich sag mal, bis gleich. Tada! Und da sind wir auch schon. Ein neues System. Und ich komme dem... ich komme dem Planeten sehr schnell näher. 1300 Kilometer, 1200. 1000. Und ja, wir fliegen mit 50 Kilometer pro Sekunde bei 6,3 Gigawatt. Ich habe einen Arc-Reaktor draufgestellt. Gucken wir mal, wie nah ich dran rankomme. Mal langsam abbremsen. Abbremsen, habe ich gesagt. Und... und noch 17 Kilometer pro Sekunde. 13. Ich sehe nichts, weil der Planet so spiegelt. Supercruise destabilized. Das ist ein Planet, würde ich sagen. Mit Kratern? wir sind in Gravitation. Lass mal kurz meine ganzen Triebwerke einschalten. Die ganzen Ionentriebwerke an. Ion. Wir suchen anders. Wir suchen nach Warfare. Dann mache ich jetzt einfach Steuerung A. An, aus. Und dann kann ich nämlich hier einfach mal Richtung Planet fliegen. Noch 6000 Meter. Ich möchte nicht in dem Krater landen. Da oben, da ist eine Fläche. Da ist eine Fläche, da will ich hin. Das da drüben sieht nach Gasriese aus. Das da drüben ist ein Planet... Das hier ist ein kleinerer Planet, aber es ist ein Planet. Zumindest sieht er so aus. Und die Skybox ist immer noch wunderschön. Aha! Vielleicht können wir hier dann einen ordentlichen Neuanfang machen mit so ziemlich alles funktionierend, bitte. Das wäre voll nett. Modseitig hat sich nicht allzu viel geändert. Oh, ich weiß, was so schwer ist. Mein Uran. Space Pirates Sierra 6 Supply Drop. Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt wollte. Würdest du bitte bremsen? Hallo? Ich sollte jetzt schon gewichtlos werden. Ich glaube, das ist das Problem. Inventory full.
Das Uran, das werfen wir nachher wieder raus in der großen Menge. Das ist nämlich jetzt in den Kollektor reingefallen. Jetzt sollten wir, genau, etwas leichter sein. Wir haben gerade mal die Hälfte unseres Gewichts verloren. Das war das Problem. Wir waren viel zu schwer. Das werfe ich. Keine Sorge, das werfen wir nachher alles weg. Genauso wie die... Ich hatte 360 Kilo Uran oder so. Gut, den Rest werfen wir weg. Ich behalte keine 29 Tonnen. Aber sind meine... Ja, meine Atmotriebwerke sind an. Alter, warum funktioniert das nicht? Ich kann nicht bremsen. Er tut genau nichts. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich gelandet bin, aber ich bin das Ding doch noch gelandet. Hab mir aber ein bisschen was kaputt gemacht. Das war so nicht geplant. Ich sag mal, es hat keine funktioniert. Das hätte viel cooler aussehen sollen, Mann. Aber ich möchte nicht mit einem halb kaputten Rover anfangen. Deswegen... Genau. So. Nicht schon wieder mit was anfangen. Das heißt, hier ist die Atmosphäre aber auch sehr dünn. Assertive Observer. Jetzt schon. Echt jetzt? Echt jetzt? Die Räder sitzen auf. Okay. Das heißt, wir machen jetzt. Wir steigen jetzt hier aus. Dann werfen wir alles, was ich in dem Rover jetzt drin habe. Parier das. Was ich nicht in dem Rover haben will. Werfe ich jetzt in dieses Ding. Das jetzt gleich leichter wird, keine Sorge. Wo ist mein ganzes... Das ganze Uran. Wo ist das ganze Uran? Das Uran, das nicht sein. Ach stimmt, ich habe den ja jetzt frisch gespawnt. Dann sind nur die 342 Kilo drin. Ha, perfekt. Perfekt. Okay, hier ist es ein bisschen windig. Dann tun wir jetzt Folgendes. Ich mache ein Shift-K, sage, controle den Survival Carrier. Wo ist der Merge-Block? Merge-Block 2. Toggle-Block off. Das heißt, ich mache das. Moment, ich muss den Rover anhalten. Der immer noch auf Lastlimit hängt. Der Survival Carrier. Den platzieren wir jetzt mit Absicht. Oh, wisst ihr, was wir auch machen könnten? Ja, ja, ich weiß. Jetzt machen wir was Cooles. Achso, ich sehe den anderen Planet nicht. Oh, nee, schade. Dann kann ich das so gar nicht machen. Ich dachte, ich schicke den zu einem anderen Planeten. Aber wisst ihr, was wir mit dem machen? Wir schicken den jetzt los. Und so Ende der nächsten, übernächsten Folge... Ich lasse den fliegen. Ich werde nichts tun.
gucken wir einfach mal, wo er gelandet ist. Das heißt, Backwards-Triebwerke schalten wir jetzt aus. Und alle Forward-Triebwerke Thrust Override Vollgas. Hä, warum zeigt er mir Forward nicht alle an? Das ist merkwürdig. Weil ich möchte ja die Forward-Triebwerke hätte ich ja gern alle. 1, 2, 3, 4, 5. Da muss noch einer sein. Ab, 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 ab. Hä? Ah doch, ganz unten. Okay. Kann ich so nicht. Ich mache jetzt erstmal eine Gruppe. Boost. Ich zeige euch, was ich vorhabe. So. Das Ding ist nämlich jetzt, jetzt muss ich kurz alle Triebwerke ausschalten. So. Den Thrust Overrider Vollgas. Und dann an. Und flieg. der fliegt jetzt. Ganz alleine. Einfach so. Vor sich hin. Das ist so bescheuert. Sollte er. Wenn er nichts Fallen anfängt. His survival carrier is not available. Ich weiß. Moment. Oh nein. Meine Spectator Cam bewegt sich viel zu schnell. Survival carrier. So, wenn ich jetzt meine Spectator Cam einfach hier dranhänge. Er fliegt weg. Jetzt hängen wir den einfach mal hier dran. So. Und lassen die Spectator Cam einfach machen. Und wir trinken und essen was. Wieso ist es hier neblig? Oh no, sag mir nur, dass es hier Wetter gibt. Och nö, das hatte ich nicht ausgeschalten dann. Aber wisst ihr was, das schalte ich dann auch nicht aus. Ja, es gibt hier Wetter. Die Fahrwolke sind etwas mimimi. Ich weiß noch nicht ganz, warum meine Räder so sind. Das stellen wir alles ein. Dass wir ordentlich durchstarten können. Wheel Suspension. Power last more. Strength. Aha. Height Offset erstmal noch. Kann ich auf den 6 bleiben? Hä? Hallo? Hallo? Würdest du auch... ich glaube, da ist was buggy. Yes. Und... das war... What the actual fuck? Die Räder sind als Static Grid gespawnt. Okay. Hatte ich nicht vor. Wir gehen hier mal ein Stück weg.
So ein Stück. Nein, ich Depp. Ich hab's mit Steuerung X rausgeschnitten. Nein! Survival Carrier, Copy to Clipboard. Ich muss den jetzt nochmal so einfügen. Aber dieses Mal in der Luft. Und dann mache ich einfach den unteren Part weg. Und. Nein, das wollte ich nicht. Ich muss das jetzt kurz regeln. Komm, und ihr dürft sogar dabei sein, wie ich das regel. Wieso kann nicht einmal was funktionieren? Das ist übrigens alles voll ungeplant gewesen heute, ne? Das war einfach nur, als ich festgestellt hatte... Sollen wir noch einen zweiten losschicken? Nee, einen zweiten schickt man nicht los. Den hier löschen wir einfach. So. Und dieses Large Grid machen wir einmal. Warum funktionieren die Räder nicht? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Was soll denn der Quatsch? Räder funktionieren nicht mehr. Steering Angle, Propulsion, es ist alles an. Irgendwas hat er mit dem Grid. Das Grid mag er nicht. Die Batterien sind voll. Die Batterien sind 79%, das ist okay. Aber er mag irgendwie... Nö, ich kann die Räder nicht bedienen. Also, bis auf eins. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht Sinn der Sache, dass ich, Moment, die Räder sind alle aus. Warum sind die Räder aus gewesen? Naja. Ja, ich würde mal sagen, jetzt kommen wir an einen Punkt, jetzt kann das auch funktionieren. Alle Räder. Height Offset. Ja. So, jetzt kann man hier was tun. Okay. Wir müssen den Rover ganz dringend besser beleuchten. Also ganz dringend, weil dieser Planet hier ist deutlich weniger Rover-freundlich wie der letzte. Und ich muss... Oh mein Gott, das Terrain hier ist schrecklich. Also absolut schrecklich. Ich bin mal gespannt. Und bis dahin bedanke ich mich nun bei euch fürs Zusehen. Und man sieht einfach nichts. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.